Klaus, beeil dich, ich komme wieder zu spät zur Arbeit. Ach, kein Ding, schaffen wir schon. Ich muss auch zum Arbeitsamt. Guck mal, das Roboclean. Hallo, Susi. Hallo, Klaus. Fenster putzen, alles sauber. Bis gleich. Gleich. Hallo, Chef. Dann in die Tiefgarage und dann in mein Büro. Aber schnell und zack, zack. Rein der Tuba, mach den Teppich wieder super. Hihi, Robo, das Scherzmodul haben sie dir ja wohl nicht gelöscht. Nicht viel los, nichts zu putzen. Wem sagst du das? Hier den ganzen Tag am Schalter, voll tote Hose. Keine Kredite bewilligt, kein Geld zum Ausgeben. So ist das halt. Fräulein Susi, sofort ins Büro, in Mainz. Mit Verlaub, scheiße. Das kannst du laut sagen. Ah, das Fräulein Susi kommt auch mal herbeigeeilt. Ich sehe gerade, Sie haben Erna Baum ja doch den Kredit bewilligt. Ihr fauler Freund soll mal nach Robo gucken. Der gefällt mir nicht. Robo, dann komm mal mit zu uns nach Hause. In unsere bescheiden, aber feine Hütte. Super, Freiheit. Leute, nach dem Essen sollst du ruhen. Ich geh mal pennen. Nachti. So, Robo, vertrau mir. Alles gut, Freiheit. Boah, geil, Omat, ey. Jo. So, Robo, wir müssen jetzt ganz leise sein. Verstehe. Glaube ich nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich raste aus.